Hier präsentieren wir die 5 besten Teleskop-Astsägen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Gardena Teleskop Hochentaster TCS Li 18-20 Seht. Die Verarbeitung dieses Gadgets ist eigentlich perfekt. Die Säge sieht wirklich solide aus, sodass die Gefahr, dass es sich schnell aufgibt, wirklich gering ist. Die Effizienz ist bei einer Akkules-Version normal. Der Schnitt der Säge ist wirklich exakt, ist aber relativ träge. 3,8 Meter pro zweiter Kettengeschwindigkeit sind noch akzeptabel, aber wenn man schneller arbeiten will, sollte man lieber eine spezielle Akkusäge nutzen oder eine andere Art von Antrieb kaufen. Die Trimsäge TCS Li 18-20 ist für kleinere Obstbäume geplant. Dann ist die Verkleinerungsgröße von ca. 18 cm völlig ausreichend und der Teleskopgriff ist für diese Instanz noch ausreichend dimensioniert. Wenn sich Ihre Bäume jedoch etwas höher ausdehnen, kann es schnell geschehen, dass die Teleskoplänge von 2,12 Metern etwas zu kurz ist. Nummer 4. Bosch Antriebseinheit AMW 10SH Hochentastenvorsatz. Während die meisten elektrischen Geräte stattdessen kurze Sägeketten haben, ist dies bei der DIY AMW 10SG überhaupt kein Problem. Es hat mit 26 cm Länge zu tun, so dass auch dickere Äste in einem Schnitt geschnitten werden können. Die Leistung ist auch nicht zu verabscheuen. Kettenrate von 12 Metern pro Sekunde ist nicht so hoch wie die Ryobi-Säge, aber es ermöglicht immer noch große und schnelle Arbeit. Die Verarbeitung ist bei Bosch sehr verbreitet. Das globale Unternehmen hat hier viel getan und dem AMW 10SG nicht nur ein sicheres Äußeres, sondern auch ein solide produziertes und wohl auch wirklich langlebiges Inneres zur Verfügung gestellt. Genau hier zeigt der Hersteller, dass seine Werkzeuge auf praktisch jedem Kontinent für einen Faktor bevorzugt werden. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Stihl HTA 85 kraftvoller Hochendaster mit Teleskopschaft 270 bis 390 cm. Wenn man Strom- und Batterienantrieb integrieren will, gibt es selten eine viel bessere Lösung als dieses Kraftpaket aus Schwaben. Es bringt die Sägekette auf eine Geschwindigkeit, die oder nur in Elektroschneidern und benzinbetriebenen Fahrzeugen zu finden ist. Ganze 13,3 Meter kann die HTA 85 Säge Holz pro Sekunde durchstechen. Im Gegensatz zu vielen anderen Akkusägen, die eher für kleinere Bäume geeignet sind, können Sie mit diesem massiven Helfer zusätzlich größere Äste fällen. Mit einer 28 cm langen Klinge ist sie dafür komplett dimensioniert. Dank des langen 3,90 Meter Teleskops können Sie zusätzlich in extrem fantastischen Höhen arbeiten. Eigentlich keine Sorge. Lohnt sich ein solches Tool auch für Sie? Es hängt in der Regel davon ab, wie viel Sie in Ihre Säge investieren. Nummer 2. Makita E2650 H25H Benzin Hochentaster 0,77 Kilowatt. Denn in Sachen Effizienz erfüllt diese Säge eigentlich schon professionelle Bedürfnisse. Der Viertaktmotor, man kann das Werkzeug mit normalem Kraftstoff betreiben, hat 0,77 Kilowatt Leistung und beschleunigt die Motorsäge auf bis zu 21 Meter pro 2, also schneidet diese Makita-Säge durch die Äste fast wie Butter. Durch das freundlich dimensionierte Schneidwerkzeug 25 cm Schnittgröße, das Teleskop ist mit bis zu 392 cm außergewöhnlich lang, können Sie mit ihm auch größere Bäume bearbeiten, um sicherzustellen, dass dieses Design wirklich alle Einsatzorte abdeckt. Aber ein solches Expertenprodukt ist vielleicht nicht für jeden von Ihnen zu schlagen. Einerseits ist der E2650H25H für einen Gasmotor nicht so laut, sondern im Gegensatz zu elektrischen und auch schnurlosen Geräten, 107 Dezibel Schallleistung sind eher unangenehm. Und die Nummer 1 unserer Liste. Ryobi 5.133.1.221 Elektrohochentaster RPP 720-720W. Wenn es um die Verarbeitung geht, Ryobi wirklich am meisten wahrscheinlich zu fantastischen Längen. Die Säge ist von Premium-Qualität, so sollte es eine sehr lange Zeit dauern, sowie ist auch einfach zu halten.
Die Effizienz der RPP720 ist mindestens so solide, sie kommt benzinbetriebenen Autos nicht näher. Aber für eine Elektrosäge ist eine Kettenrate von 15 Metern pro Sekunde ein wirklich hervorragender Wert. Dies funktioniert auch mit der Realität, dass dieses Ryobi-Gadget ein wenig Sorgfalt braucht. In der Praxis ist die Säge ein wenig ausgebaut für Öl, so dass sie den Ölspeicher nach jedem Gebrauch berücksichtigen und auch zeigen, wenn nötig. Als Elektrowerkzeug, das auf der Linie hält, ist die Technologie der RPP720 Schnittsäge vergleichsweise einfach. Das bedeutet nicht nur, dass sie ziemlich leicht ist, sie zahlt sich vor allem in Bezug auf die Tarifierung aus. Sie werden in diesem Effizienzkurs sicherlich sehr lange nach einem Gün für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.